Pirnas Stadtmuseum darf sich über eine weitere Schenkung freuen. Ein Ölgemälde von Hermann Theodor Troop gehört zum städtischen Fundus. Das Motiv ist der markante Lilienstein. Auf das Bild aufmerksam wurde Klaus Premich. Der Tafelberg Lilienstein ist ja das Symbolbild des Nationalparks, der Nationalparkregion. Und er steht markant wie kaum ein anderer Felsen. Sichtbar in diesen wunderschönen Elbbogen gegenüber der größten europäischen Bergfestung Königstein. Das ist eben dann letztendlich was ganz Besonderes und so fast schon barock, wie hier dieser Lilienstein sich darstellt auf der Leinewand. Habe ich selten Bilder aus der jüngeren Zeit, das ist ja 1941 gemalt, gesehen, aber es ist sehr beeindruckend und von starker Ästhetik geprägt. Erworben wurde der Lilienstein in der Abendsonne von der Volksbank Pirna. Die Regionalbank ließ das Bild aufbereiten. Die Reinigung war ziemlich erfolgreich, sodass die Farben jetzt wieder sehr schön leuchten. Und auf der Rückseite wurde die Leinwand etwas geordnet und die Gärungsfugen des Zierrahmens waren leicht geöffnet und wurden mit kleinen Holzstückchen wieder geschlossen. Und die Holzstückchen wurden dann im Farbton der Umgebung angepasst. Das wiederhergerichtete Ölgemälde ist eine Schenkung an die Stadt Pirna. 30 Jahre nach der Gründung des Nationalparks Sächsische Schweiz ist damit ein weiteres Landschaftsmotiv im Besitz des Stadtmuseums. Wir sammeln Sächsische Schweiz, das ist die Tradition des Hauses. Seit der Gründung 1861 möchte ich sagen, dass die Sammelleidenschaft des Stadtmuseums immer in die Sächsische Schweiz ausgerichtet war, was damit zusammenhängt, dass natürlich die Stadt Pirna mit Sandsteinhandel, mit Schifffahrt groß geworden ist. Und da sind wir schon beim Thema Sächsische Schweiz. Später hat es der Gebirgsverein ganz intensiv betrieben. Und so sind wir zwar ein Stadtmuseum Pirna, aber zugleich von den Sammlungen her ein Regionalmuseum für die Sächsische Schweiz. Und diesen Künstler, Hermann Theodor Troop, der fehlte noch in unserem Bestand. Und es ist eine sehr wertvolle Ergänzung der Sammlung. Zurzeit wird das Bild von Hermann Theodor Troop im Depot des Stadtmuseums aufbewahrt. Möglichst zeitnah soll es der Öffentlichkeit präsentiert werden. Für Klaus Premich wäre ein Landschaftsmuseum der perfekte Ort. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn wir unsere Ideen weiter reifen lassen in den nächsten Jahren, dann mal für eine Landschaftsausstellung oder ein Tourismusmuseum Sächsisch-Böhmische Schweiz, dies auch als Eingangsbild, bevor man dann in die Ausstellung geht, zu nutzen. Wunderschön inszeniert, dunkler Raum, indirekt beleuchtet. Zunächst aber geht es für den gemalten Lilienstein zurück ins Depot. Gut klimatisiert und störunanfällig gelagert.